Guten Morgen in die Runde. Wer von euch war denn gestern bei meinem SenseGuard-Stream live mit dabei? Bei allen, die jetzt gerade den Finger gehoben haben, bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an diese Partie. War schon relativ spät am Abend, Minute 50 rum ungefähr. Den Link auf den Livestream packe ich hier nochmal in die Beschreibung. Da ist dem Alleinspieler in Mittelhand ein kleines Unglück passiert, und das schauen wir uns jetzt gleich nochmal im Detail an. Für alle, die noch nicht dabei waren, kann ich nur sagen, schade, aber zum Glück. Gestern waren nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Nächsten Samstag, 22 Uhr, werde ich wieder live hier auf Sendung gehen, und ich würde mich sehr freuen, wenn auch du dann dabei bist, als Zuschauer beim Anfeuern oder sogar als Gegner am SenseGuard-Tisch. Es macht einfach mehr Spaß, wenn noch mehr Zuschauer dabei sind, und deswegen einfach mal so als Zielmarke, als kleine Hausnummer, es wäre doch mal cool, wenn wir mehr als 300 Zuschauer parallel im Live-SenseGuard-Stream drin hätten. Deswegen nächsten Samstag, 22 Uhr, bleibt gerne auf der Couch, lasst den Fernseher an, aber dann schon umschalten auf YouTube. So, gucken wir uns doch mal an, was denn in diesem Spiel passiert ist. Alleinspieler in Mittelhand hat einen wunderschönen Ansatz mit den beiden Alten und zwei Assen, hat natürlich 18 gesagt und ist auch ohne Widerstand Besitzer geworden. Im Skat dann eher mal so die Kategorie Trockenfutter, Pik Dame und Kreuz 9. Zum Glück ist das ja ein so starker Ansatz, dass sich da fast jeder Skat irgendwie integrieren lässt. In dem Fall wurden dann 13 Augen in Kreuz gedrückt, Pik wird Trumpf, und das ist, denke ich, hier auch mit Abstand die beste Entscheidung. Spiel lief los, Herz 9 kam auf den Tisch, Alleinspieler Herz Dame. Ich saß hier in Hinterhand, also von mir fiel jetzt hier die Herz 10, 13 Augen. Und dann kam ein Stich, der in mehrerlei Hinsicht unglücklich für den Alleinspieler war, Kreuz König, Kreuz Ass. Erstens muss er jetzt hier natürlich die Lusche bedienen, zweitens haben wir in Kreuz die maximalen Punkte rausgeholt, dabei noch die Übergabe gespielt, sodass der Spieler wieder in Mittelhand kommt, und es deutet sich natürlich auch schon an, wo kein Herz hinterherkommt, dass die Entscheidung hier mit der Herz-Dame nur raufzugehen nicht die beste gewesen sein könnte. Tatsächlich war nämlich die Herz 10 blank. Das wäre also ein leichter Sieg gewesen, wenn er sich dafür das Herz Ass direkt entschieden hätte. Herz 8 kommt nach, er riecht den Braten, geht jetzt hier nur mit dem Herz König drauf. Das war mir zu wenig, wurde nicht gestochen. Und jetzt natürlich Trumpf von oben, denn ansonsten ist die Gefahr natürlich viel zu groß, dass Herz Ass dann doch noch gestochen wird. Also Pik Bube, Trumpf Lusche, Trumpf König. Nachgesetzt mit dem Alten, sicher korrekt, denn an dem Trumpfkönig war ja schon zu sehen. Jetzt wird es etwas mehr geben, es sei denn, die Trümpfe stehen zu fünft, und dann gab es ohnehin keine Wehr gegen die Niederlage. Jetzt fiel hier also das Trumpf Ass, womit an sich auch klar ist, die Trümpfe stehen zu viert. Ich habe da hinten noch zwei Trümpfe. Ja, und jetzt die Frage in die Runde, wie sollte das Spiel weitergehen und warum? Ja, nee, taugt eigentlich gar nicht so richtig als Frage, weil es ist ja gar nicht so kompliziert. Es muss doch einfach nur Trumpf wieder rausgespielt werden, und dann sollte das Spiel gewonnen werden. Hier hat der Alleinspieler irgendwie einen kleinen Kurzschluss gehabt. Vielleicht hat er sich an so Situationen erinnert, die ich ja auch gerne mal vom Motiv her euch öfters schon erklärt habe. Es gibt eben Situationen, wo man blanke Einspielkarten besser hinzieht, abzieht, damit eben in einem Stellungsendspiel der Gegner selber antanzen muss und einen nicht für kostenlos quasi in so eine Stehkarte einspielen kann. Das ist aber ein Motiv, was hier speziell nicht zum Tragen kommt. Hier geht es einfach um das Tempo, und der Alleinspieler hat jetzt hier das Karo Ass gezogen. Und das wurde ihm jetzt zum Verhängnis, denn nach dem Karo Ass spielt er jetzt Trumpf raus. Gut, ganz logisch, was passiert. Pik 10 und Karo 10 sitzt eben hier in Mittelhand. Damit sind wir jetzt bei, was hatten wir, 13, 28, 48. Und jetzt durch das Abziehen des Karo Asses passiert es eben, dass er jetzt zu kurz kommt. Das Tempo ist ja das entscheidende Kriterium plötzlich. Er muss jetzt Karo natürlich stechen und kann es sich jetzt gar nicht mehr erlauben, noch eine Pik-Lusche rauszuspielen, dann macht er gar keinen Stich mehr. Muss eben mit dem Herz-Ass den letzten Vollen anbieten, und das ist hier der entscheidende Volle, den ich jetzt mit dem Herz-Buben festhalten konnte. Und damit waren wir dann auf 61, und das ist natürlich relativ bitter. Ein Spiel mit
dieser Kategorie so ein bisschen dusselig, unglücklich kurz vor Feierabend zu verschenken. Schauen wir uns das Ganze einmal noch mit komplett offenen Karten an. So, 13 Augen wurden gedrückt, das ist das Spiel. Ich saß in Hinterhand eben auf 4 Trümpfen, blanke Herz 10, war direkt annonciert, dass das womöglich die entscheidende Karte wird, und Vorhand hat eine relativ gleichmäßige, harmlose Karte. Schön aber zu sehen, dass Vorhand hier erstmal mit diesen 2 Trümpfen aus dem Herz Drilling öffnet, dass er quasi die Vollen bei mir in Hinterhand sucht, versucht, seinem Partner was freizuspielen. Denke ich, dass es die stärkste Eröffnung ist. Allerdings auch hier schon kleines Detail, Alleinspieler hat die Herz 9 aufgeschlagen, etwas besser, denke ich, ist die 7. Denn die 9 sagt, kann dem Alleinspieler hier schon so einen ersten kleinen Hinweis geben, dass Vorhand nicht aus der 10 zu dritt aufgeschlagen hat, denn aus einer Konstellation 7, 9, 10 oder 8, 9, 10 würdest du eher die kleinere Karte spielen, also speziell aus 7, 9, 10. Die 9 deutet dann vielleicht schon eher so an, dass tatsächlich die 10 hinter dir sitzen könnte. Ist so ein ganz kleines Detail. Spielt auch jeder Spieler sicher anders, aber für die Zukunft, ich denke, es ist ein Tick stärker, hier die 7 zu bringen. Dann ist die Chance an sich noch größer, dass der Alleinspieler eben hier schnippelt. So, ja, hat er das Zeichen hier richtig erkannt, dass er die 9 vielleicht mit dem Ass laufen kann, ist vielleicht auch sehr weit hergeholt. Mit so einer trumpfstarken Karte ist es, denke ich, nachvollziehbar, auf jeden Fall hier mit der Dame raufzugehen. Es kann ja schließlich auch mal sein, dass vorne 4 Herz hat und hinten gestochen wird. Es ist auch eine sehr häufige Eröffnung aus der 10 zu dritt. Also das alleine kann man jetzt vielleicht als Unglück bezeichnen, aber noch nicht als groben Fehler. So, ich komme hier mit der 10 ran. Ja, und jetzt dann auch schön zu sehen, ich versuche jetzt natürlich ganz bewusst, den Spieler wieder in Mittelhand zu bringen, versuche also meinen Partner zu treffen mit einer hohen Übergabe, also die kürzeste Farbe, die höchste Karte, Kreuz König, und das hat dann auch gleich hundertprozentig funktioniert. Jetzt kam Herz 8 hinterher. Spieler möchte sich jetzt natürlich bei einer gleichmäßigen Trumpfverteilung nicht das Herz Ass hier abmelden lassen, geht also nur mit dem König rauf. So, und ich habe jetzt hier die Kreuz 7 abgeworfen. Kann ja auch sein, dass aus meiner Sicht zumindest, dass der Alleinspieler jetzt noch die Kreuz 10 oben hat. Also deswegen jetzt hier eine Karo-Lusche abzuschmeißen, ist, denke ich, nicht zielführend, sondern die Kreuz 7 hat gegen andere Verteilungen durchaus ihren Wert. Und wir werden gleich sehen, dass das auch hier nicht das Entscheidende war. So, Spieler langt jetzt hin. Pik Bube, Trumpf 9, Trumpf König. Wie gesagt, an dem König jetzt an sich schon zu erkennen, im nächsten Stich müsste an sich ein Voller fallen, es sei denn, es sind alle Trümpfe in einer Hand. Und so passiert es dann auch. Hier fällt das Pik Ass. Ja, jetzt sind wir an der entscheidenden Szene. Trumpf raus, direkt würde zum Sieg führen, denn natürlich fällt dann Pik 10, Karo 10 auf 48. Und selbst wenn ich jetzt hier Kreuz Lusche noch in der Hand gehabt hätte, vorher Karo abgeworfen hätte, könnte ich jetzt zwar bringen Kreuz Lusche, Kreuz Lusche, das wäre aber immer noch kein Problem, könnte der Spieler stechen und dann, wo alle Kreuz draußen sind, auch noch die Trumpf Lusche rausspielen. So wie ich abgeworfen habe, müsste jetzt sofort der Einschub ins Karo Ass erfolgen. Unglücklicherweise hatte der Spieler aber eben vorher einmal das Karo Ass selber gezogen, sodass er jetzt eben zu kurz kommt. Er kommt einfach zu kurz. Es ist eine Frage des Tempos, die ihm hier zum Verhängnis geworden ist. Dann bedanke ich mich abschließend bei allen Zuschauern, bei allen Unterstützern und speziell für eine finanzielle Zuwendung in den letzten Wochen bei Ulrich Laun, Wolf Ulrich, Ralf Schreder, Johannes Arnst und gestern live dazugekommen Aaron Wagner, MCL9L, hört sich so ein bisschen an wie die neueste Druidengeneration bei Star Wars, also auch da sind Skat-Fans zu Hause, und Alexander Nguyen. Vielen Dank für diese Würdigung, ich weiß das sehr zu schätzen. Dann wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Restwochenende. Bleibt am Ball und wie immer, gut Blatt.